Ja, das ist mir jetzt ein spontanes Anliegen, mal zu diesem Thema Reichtum zu sprechen, weil ich heute früh einen Post gesehen habe von jemandem, wieso wollen mich alle reich machen, wo ich doch schon so zufrieden bin und ich will weder reicher noch glücklicher sein. Und das hat mich so, hat mir so gedacht, boah, warum begrenzt du dich so, Frau? Warum wohnst du, bist du in so einer begrenzten, in so einem begrenzten Mindset über das Thema Reichtum? Und genau das ist jetzt wirklich so mein Anliegen, mal kurz darüber zu sprechen, was Reichtum ist und es euch mal klar zu machen, wie viele Menschen sagen, Reiche sind Scheiße oder ich will nicht reich sein. Das ist so dumm. Ich muss es endlich ehrlich mal sagen, es ist einfach so dumm, das zu behaupten, ich will nicht reich sein. Das kann nur heißen, ich verbinde etwas mit Reichtum, was ich nicht will. Das kann das nur heißen. Aber es gibt so viele Dinge, die du mit Reichtum verbinden kannst, wo ich mir ganz, ganz sicher bin, dass du das willst. Aber wenn du natürlich glaubst, reiche Leute sind arrogant oder was auch immer, reiche Leute sind unmenschlich, reiche Leute sind egoistisch, ja, dann ist es mir schon klar, wieso du nicht reich werden willst. Weil wer will schon arrogant und wer will schon egoistisch sein? Das will niemand. Aber bloß weil es Leute gibt, die reich sind und egoistisch, heißt es nicht, dass es nicht Leute gibt, die nicht reich sind und nicht egoistisch. Und dann kommt wieder dazu, was ist denn schon egoistisch? Wenn ich mich nicht um andere kümmere. Auch ein riesengroßes Thema. Also, was ist egoistisch am Reichsein? All diese Fragen, die muss man erstmal klären, bevor man dieses Statement macht. Ich will nicht reich sein, Reiche sind doof, Reichtum ist blöd. Aber weißt du, was wirklich Reichtum ist? Reichtum ist ganz, ganz hinten ein Ergebnis von dir selber, wer du selber bist. Und wenn du dich als reiche Person bezeichnen möchtest, musst du natürlich sagen, welches Reich ist für mich okay? Welches Reich hätte ich denn gerne? Reich an Möglichkeiten. Das hättest du doch gerne. Du möchtest doch gerne reich an Möglichkeiten sein. Du möchtest doch reich an Wahl sein, du möchtest reich an einer Auswahl sein, du möchtest auswählen können, wie du lebst, was du machst, was du tust, wie du dich präsentierst, über was du sprichst, was du zu sagen hast. Daran möchtest du gerne reich sein. Du möchtest doch reich sein an den Möglichkeiten, an dem, was du kreieren kannst. Hier, reich an Schönheit im Außen. Schöne Natur. Möchtest du diesen Reichtum nicht, eine schöne Natur? Reich an Gesundheit. Möchtest du diesen Reichtum nicht? Reich an Gesundheit. Und wenn du all diese Facetten von Reichtum, die du möchtest, mal zusammentust und sagst, wow, dieser Reichtum entspricht mir, das entspricht mir. So möchte ich das haben in meinem Leben. Ich möchte Menschen sehen, die reich an freier Wahl sind, an freier Entscheidung. Ich möchte freie Menschen sehen. Ich möchte Menschen sehen, die den Reichtum dieser Natur genießen, die reich an Genussfähigkeit sind, die reich an innerer Begeisterung sind. Ich möchte Menschen sehen, die reich sind und die dieses Leben, dieses Universum mit ihrem Reichtum bereichern. Ja, jetzt wird es schon anders. Menschen bereichern unser Leben mit ihren Ideen, mit ihren Inspirationen, mit ihren Ansichten, mit ihren Meinungen.
mit dem, was sie geben, was sie bringen, da finden wir Bereicherung toll. Und das ist die Art von Reichtum, über die du nachdenken solltest, wenn du das Wort Reichtum hörst. Das ist das, was die Wahrheit ist von Reichtum. Und nicht das, was gemeinhin von den Menschen erzählt wird über Reichtum und reiche Menschen. Das können wir alles in die Tonne schmeißen, weil das ist das, was ich nenne. Das ist Human Design. Das ist aus dieser beschränkten menschlichen Sichtweise, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, wird es einfach behauptet. Und so will niemand reich sein. Andersherum wollen ganz, ganz viele Menschen reich sein an Möglichkeiten, ihr Leben zu führen, aber glauben auch nicht, dass ihnen dieser Reichtum zusteht. Ich bin nicht so reich, dass ich wählen kann, wie ich lebe. Ich bin nicht so reich, dass ich wählen kann, wo ich lebe. Ich bin nicht so reich, dass ich wählen kann, was ich den ganzen lieben langen Tag mache. Diesen Reichtum habe ich nicht erschaffen. Diesen Reichtum habe ich nicht verdient. Dieser Reichtum steht mir nicht zu. So, hä? Wieso? Wieso dir eigentlich nicht? Weil du es dir einfach nicht vorstellen kannst. Das ist der einzige Grund, warum du glaubst, dass das alles für dich, was du bei anderen siehst, was diese sogenannten Trigger sind, weil du glaubst, es ist nicht für dich. Und das ist das allergrößte Problem. Und dann fängst du nämlich an zu glauben, okay, wie kann ich genug lernen? Wie kann ich genug machen, damit das für mich ist? Und jetzt musst du gut zuhören, weil du kannst niemals genug lernen und kannst niemals genug machen. Aber du kannst immer genug sein. Und da kommt genau das ins Spiel, was Divine Design heißt. Du bist aus Divine Design. Du bist nicht von deinen Eltern designt. Du bist nicht von deiner Gesellschaft designt. Du bist nicht von der Astrologie designt. Du bist nicht von der systemischen Familienaufstellung designt. Du hast das Zeug übernommen in Anbetracht mangelnder Alternativen. Weil hier die allerwenigsten noch drüber sprechen, dass der Mensch in Ordnung und perfekt ist und allen Reichtum in sich trägt, in energetischer Art und Weise. Und diese energetische Art und Weise ist simpel. Es ist deine Vorstellungskraft. Es ist einzig und allein das, was du dir vorstellen kannst. Und wenn du dir jetzt vorstellen kannst, erlauben kannst, dir Dinge für dich vorzustellen, die sich nie jemand in deiner Familie oder in deinem Umkreis für dich vorgestellt hat, dann hast du dieses Prinzip verstanden. Dann hast du deine energetische Macht und deinen energetischen Reichtum zu dir genommen und kannst anfangen zu kreieren, kannst anfangen zu inspirieren, kannst anfangen, all diesen schönen Reichtum mit zu unterstützen. Und darum geht's. Aber du wirst niemals dorthin kommen, wenn du jemand bist und sagst, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist nicht für mich, das passt mir nicht, das finde ich doof, das lehne ich ab und so weiter und so fort. Wenn du dieses weiße Blatt bist, das uneingeschränkt von all dem, was die Menschlein, das Human Design dir erzählt hat, deine Karotkartenlegerin womöglich noch oder deine Großmutter, alles, was die Menschen sagen, wie das Leben funktioniert, musst du nicht glauben, weil das Leben funktioniert viel einfacher, weil es funktioniert nach Energie, nach Teilchen, Quantenphysik. Und jetzt musst du nur noch rausfinden, wie du die Teilchen beobachtest, dass sie eine Materie bilden, die dir gefällt. Und dazu musst du
lernen, dieses Selbst zu entwickeln, das Dinge sich vorstellen kann, beobachten kann, das sie noch nie gesehen hat, das er noch nie gesehen hat, dass seine Familie, sein Umkreis noch nie gesehen hat. Für uns, für unsere Familie, für unsere Ausbildung, für unser. Warum schränken wir uns so ein? Weil wir es so gelernt haben. Also müssen wir jetzt einfach nur umlernen und die Logik verstehen und sagen, das, was andere mir erzählen, wie das Leben funktioniert, was für Voraussetzungen alles erfüllt werden muss von mir, bis ich endlich eine Person sein darf, die reich ist an all dem, was sie erfahren hat, die reich ist mit ihrem Sein. Und dann darf ich auch noch selbst confident, selbstsicher in mir sein. Oh mein Gott, kann doch nicht einfach so selbstsicher sein. Wo kommt das her? Wo kommt die Erlaubnis her, dass ich plötzlich so selbstsicher bin? Ja, weil ich das Selbst bin, das die Dinge in Existenz beobachtet. Weil das Ich bin. Also geht es darum, dass ich dieses Selbst hier so trainiere, dass es sicher ist, dass es bewusst ist, selbstbewusst. Ich bin mir bewusst, dass alles durch mich hindurch entsteht, durch meine Beobachtung. Auch Reichtum. Und wenn ich Reichtum als Scheiße beobachte, dann wird in meinem Leben Scheiß Reichtum sein. Will ich das? Wenn ich alles wirklich beobachten kann, wenn alles möglich ist, wenn es so durch mich entsteht, warum sollte ich mich auf irgendeine Art und Weise beschränken und schon gleich gar nicht über eine blöde Definition über Reichtum? Und darum geht es, dass ich bereit bin, all meine Ansichten neu zu lernen, damit ich neue Dinge beobachten kann. Ich werde niemals Fülle und Reichtum beobachten, wenn ich glaube, das ist scheiße egoistisch oder arrogant. Ich werde niemals diese Person sein, die self-confident ist und aus dann bereit ist, Reichtum zu empfangen. Niemals. Dieses Selbst muss ich endlich mir erlauben zu sein. Und das heißt, ich muss aus diesem human designten Selbst aussteigen, weil ich bin divine. Divine heißt nur eine göttliche Vorstellung. Eine göttliche Vorstellung heißt eben nur eine Vorstellung, die fehlerfrei ist, die in Ordnung ist, die okay ist, die so wunderbar ist, so wie sie ist, weil sie aus einer wunderbaren Idee entstanden ist, aus einer göttlichen Idee und nicht aus einer scheiß menschlichen Idee, wo man sagt, wie sieht denn die aus, was machen die? Und erst wenn du das begreifst und das einfach loslässt für dich selber, dann bist du reich, reich an unendlichen Möglichkeiten. Und diese können sich in Geld zeigen, in Schönheit, in Gesundheit, in Beziehungen, in Erlebnissen. Das ist wahrer Reichtum. Und du bist die Frau, die das kreieren kann. Du bist auch der Mann, der das kreieren kann. Nur geht es darum, dass du zuerst dieses Selbstverständnis, dieses Divine Design Selbstverständnis für dich bedingungslos entwickelst und implementierst. Und dann dieses selbstverständlich in einem Selbstbewusstsein lebst, vorlebst, präsentierst an allen Orten deines Lebens, in allen Lebensbereichen, ergibt es keinen Unterschied. Du bist dieses Selbst. Es gibt auch keine Rollen. Du musst auch keine Rolle einnehmen. Ich habe die Rolle in der Arbeit. Ich habe die Rolle der Versorgerin in der Familie. Ich habe die Rolle der liebenden Partnerin bei meinem Mann. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst nur ein einziges Self. Dein Divine Self. Das brauchst du. Und das
lebst du in all deinen Lebensbereichen nach denselben Prinzipien. Und das muss dein Verstand verstehen, der so lange Sozialkunde, Soziologie, systemische Lebensaufstellung und so weiter und so fort gelernt hat. Das darfst du alles umlernen, weil das sind alles Dinge, die gehen von einem Human Design aus, das von Menschen designt wird. Menschen glauben tatsächlich, dass sie Menschen designen können, Menschen beeinflussen können, Menschen Charakter, Persönlichkeiten bilden. Aber das ist nicht so, wenn du es nicht erlaubst, wenn du sagst, ich bilde meine eigene Divine Design Persönlichkeit. Die ist völlig unabhängig, die steht frei, die ist freistehend, die wird nur von der höchsten Ansicht genährt. Von der Ansicht der Perfektion, der Fülle, dass das in Ordnung ist, dass ich in Ordnung bin. Von dieser Ansicht werde ich genährt, weil das ist die Wahrheit. Alles andere haben sich andere ausgedacht. Und ich muss nichts von dem übernehmen, was sich irgendjemand über mich mal gedacht hat. Und wenn ich das verstanden habe und mir diese Klarheit gebe, dann bin ich frei. Dann muss ich keinem mehr verzeihen. Dann muss ich keinen mehr ablehnen. Dann muss ich gar nichts mehr was Unangenehmes machen, weil dann bin ich komplett in Ordnung. Und als dieses Selbstverständnis, mit dieser Sicherheit, Selbstsicherheit über diese Sicherheit meines Seins, kann ich so fest sicher sein, dass das in Ordnung ist, was ich mache, was ich tue, was ich will. Weil in dem Moment, wo ich mich versuche, nirgends mehr unterzuordnen und einzupassen und klein zu machen und Dazugehörigkeit zu sein, bin ich diejenige, die ihr eigenes Universum kreiert. Und das können wir alle. Wir haben alle einen Kopf, der denkt. Wir haben alle einen Kopf, der Vorstellungen hat. Und wir können das alle verändern. Und es geht nur um das. Es ist völlig egal. Wenn ich dir Social Media Kompetenz beibringen möchte, muss ich dir erst Self-Confidence beibringen. Wenn ich dir ein Business-Programm verkaufen will, ein Business-Coaching, Business-Aufbau, Business-Wachstum, muss ich dir zuerst Self-Confidence beibringen. Egal, was du willst, wenn ich dir lernen will, wie du eine gute Beziehung führst, eine gute Partnerschaft, musst du erst Self-Confidence lernen. Das ist alles, was du brauchst. Du musst wissen, wer du selbst in Wahrheit bist. Du brauchst diese Grundlage. Und solange ich irgendwie als irgend so eine Schlumpf noch durch die Gegend geschlumpft bin, weil ich halt von mir gedacht habe, da bin ich nicht gut genug, das habe ich nicht geschafft und hier bin ich aufgelaufen und da hatte ich Ablehnung und da bin ich nicht unterstützt worden und das habe ich in Sand gesetzt, ja, dann schlumpfe ich halt weiter. Bringt mir aber nichts, macht mich unglücklich, macht mich arm. Arm ist viel schlimmer wie nicht reich, macht mich scheiße arm. Und mir ist es wichtig, dass hier in dieser Coaching-Szene das angesprochen wird, worum es wirklich, wirklich geht, ohne irgendeinen Hokuspokus und ohne, dass du diese Person bist, die das Leben führt, das dir entspricht, das ihr in Wahrheit entspricht, ohne irgendeine Einschränkung, wirst du niemals self-confident sein. Aber du kannst sofort sowas von Selbstbewusstsein, wenn du einfach plötzlich kapierst, wie das Leben hier läuft. Wenn dieses Divine Design Prinzip bei dir landet, und ich weiß, es landet nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal, beim vierten Mal, es landet immer tiefer. Und wenn es da drin gelandet ist, dann gehst du auf wie eine Blume. Und dein ganzes Leben geht auf wie eine Blume. Und das nennen viele Wunder und Magie. Aber das bist du in Wahrheit. So,
sind wir alle. Wir haben alle unser wunderbares Universum, das wir hier leben können, das wir uns kreieren können, das wir erleben können, das wir genießen können. Und das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, weil ich selber so unter meinem Schlumpftum gelitten habe und mich immer wieder fertig gemacht habe, immer wieder zurückgegangen bin in die Vergangenheit, in vergangene Situationen, in vergangene Beziehungen, wie mich Menschen behandelt haben. Dabei war das meine Schlumpf-Human-Design-Version, die so behandelt worden ist, um zu erkennen, was dieser Weg ist, wozu ich hier bin, um aufzuhören zu schlumpfen und eine Göttin zu werden. Und zwar nicht so eine Göttin aus dem Fernsehen, sondern einfach diese göttliche Person, die durch ihre einzige Auffassungs- und Beobachtungsgabe die Welt verändern kann. Und dazu bin ich nicht eingeweiht, dazu bin ich nicht erleuchtet. Dazu reicht einzig und allein die Tatsache, dass ich hier bin auf Erden. Also für alle. Und deswegen bin ich auch kein Starseed und kein, weiß das, Geier was Samen, sondern ich bin einfach ein normaler Mensch, wie wir alle. Wir sind normale Menschen und wir sind hier, um zu kapieren, um zu verstehen, wie das Leben läuft und wie es kreiert wird. Und das sind die vier Stadien des Bewusstseins, die ich kapieren muss. Ich muss Bewusstsein muss ich kapieren. Das ist Kopfarbeit, das ist Verständnisarbeit, das ist Klarheit, weil mein Kopf, mein Verstand, der führt mich. Und den muss ich so trainieren, dass er mich so führt dahin, wo es schön ist, wo es gut ist, wo Reichtum ist, wo ich mich gut und richtig fühle. Da muss der mich hindenken. Wenn ich ihm das nicht beibringe, dann nimmt er halt das, was er gelernt hat und bringt mich dahin, wo er gelernt hat. Schlumpfhausen, Patricia gehört nach Schlumpfhausen. Ich da. Also, es ist so, so wichtig, dass du das verstehst. Was ist der Unterschied zwischen Human Design und was ist Divine Design? Dass es für dich ist, dass es für jedermann gedacht ist. Dass die Energie, die du generierst durch deine Ansichten, Quantenphysik, durch deine Beobachtung, dass du beobachten kannst, was du willst, dass das alles aus dieser Beobachtung, aus dieser Annahme, der Wahrnehmung, der Überzeugung, das ist alles Beobachtung, vor deinem inneren Auge, nenne es mal, erst entsteht, bevor es draußen sichtbar wird. Und so geht Manifestation, aber es ist eine innere Kreation, eine innere Self nach außen ausgedrückte Energie, die sich dann manifestiert. Es ist ein Prinzip, das hat kein Hokuspokus, das kannst du lernen, aber du kannst nicht als Schlumpf ein Manifestationsprinzip lernen. Du musst erst dieses Divine Design Master Manifester Wesen werden, das dann automatisch das generiert und kreiert in ihrem Leben, was er haben möchte. Und was ich hier immer wieder sehe, ist, der Kopf denkt, jo, und jetzt lerne ich das und dann kann ich das und dann trimme ich mich, das zu lernen. Aber du musst dich trimmen, das zu sein. Und solange das nicht bei dir gelandet ist, lernst du dich zu Tode, investierst zu Tode, irgendwelche Dinge zu lernen oder zu kopieren oder so zu machen wie andere oder es so zu probieren wie andere. Deins, dein Divine Design muss in dir aktiviert werden, durch dich, nicht durch irgendeinen Codeschütter, Sternenstaub, Glitzergeber. Du bist es alles. Du musst es für dich selber machen. Du kannst keinen bezahlen, der es für dich tut.
Du musst es selber machen, du musst es dabei bleiben. Du kannst jemanden bezahlen, der dir zeigt, wie du es tun kannst, wie das geht. Wie du die Dinge in deinem Kopf so verstehen kannst, dass es für dich das Normalste und das Selbstverständlichste ist, danach zu leben, anstatt nach dem, was für dich normal war früher. Das geht, das kann man mit dir üben, das kann man dir zeigen, das mache ich jeden Tag. Mit großem, großem Erfolg für andere. Aber ich sage nicht zu anderen, ich gebe dir jetzt einen Code und eine Erleuchtung und was weiß ich nicht was, sondern ich sage dir, wer du wirklich bist. Ich sage dir, wer du bist in deiner Wahrheit. Und daraus ergibt sich diese Confidence, dieser Seinszustand, der hinterher resoniert mit allem, was du haben willst, mit Reichtum an Geld, mit Reichtum an Möglichkeiten, mit Reichtum an Schönheit, mit Reichtum an Liebe, mit diesem ganzen Reichtum. Also, sage mir nicht, du willst kein Reichtum. Sage mir nicht, dass du nicht die Reiche sein willst, wenn du schon lange immer die Reiche bist, die mit den reichen Möglichkeiten durch allein ihr Sein bist du reich. Nö, ich sehe es draußen nicht, ich bin nicht reich. Du kannst dir alles vorstellen, was du willst. Du bist reich. Nein, ich bin nur reich, wenn mein Bankkonto voll ist. Ja, aber wenn dein Bankkonto wird voll sein, wenn du vorher begreifst deinen Reichtum, der schon da ist. Wenn du dieses self-confident personality wirst mit diesem Reichtum. Und diese muss nicht irgendetwas noch erfüllen. Die muss einfach anfangen zu sein. Also, ich habe verschiedene Sachen, wo ich dir das beibringen kann, wo ich dir das helfen kann. Alle möglichen Ansatzpunkte, Perspektiven für dich. Jetzt haben wir den Divine, All the Divine Things Pass. Da geht es um Verkauf, da geht es um Selbstentwicklung, da geht es um Reichtum, da geht es um Self-Confident, da geht es um all diese Sachen, die du brauchst. Wir haben dort Masterclasses, Mini-Masterminds bis Ende Oktober. Du buchst dich ein, du bist in jeder dabei. Wenn du nicht persönlich dabei sein kannst, kriegst du eine Aufzeichnung. Das ist eine super geile Möglichkeit für 1111 Euro bis Ende Oktober. Auf meiner Homepage, the All the Divine Things Pass, da siehst du, was dabei ist. Unser nächstes Masterclass ist Divine Sales. Im Moment läuft noch öffentlich wachsen. Wenn dich das begeistert hat, was ich jetzt erzählt habe, wäre öffentlich wachsen, die Mini-Mastermind, absolut perfekt für dich. Kannst immer noch reinspringen, ist in dem Pass dabei, kannst du aber auch einzeln kaufen. Du kannst alle Kurse, Mini-Masterclasses von dem Pass einzeln kaufen. Wird natürlich viel teurer, logischerweise, wie es halt so bei Pässen ist. Und dann habe ich natürlich meine Wow Ultramind, The Ultramind Experience, 6 Monate. Da gehen wir jetzt auf ein Schiff eine Woche lang, wo du alle Leinen loswerden kannst, alle Leinen loslassen kannst und dann wirklich jeden Lebensbereich so installieren, manifestieren, wie du es gerne hättest. Aber das geht eben nur, wenn du weißt, wer du wirklich bist in diesem Körper als Divine Self, Divine Design Self, dann ist alles möglich. Aber solange du eben dir noch irgendwelche Einschränkungen von irgendjemandem, Therapeut, Coach, Berater, erklären lässt, du musst aber erst das, du musst erst das, du musst erst das, du musst erst das, dann bist du auf dem Pfad der Einschränkungen unterwegs. Aber dein Divine Design hat keine Einschränkungen. Das ist hier, das ist da, das ist präsent. Alle hausgemachten Einschränkungen können von jetzt auf nachher, wenn du bereit bist, in die Tonne getreten werden. Und das erkläre ich dir. Ich gebe dir alle auf, alles, was dein Verstand braucht, um zu sagen, ja, aber ich kann doch jetzt nicht von jetzt auf nachher eine andere sein. Doch. Ja, aber was sagen dann die anderen dazu? Dass es toll ist. Warum denn? Die wollen doch mich sehen in meiner alten Version. Nur wenn du glaubst, dass es so ist. So einfach sind die Dinge und die können so einfach sein. Es ist wirklich ein Neulernen von
den Gesetzen des Universums, von aller Spiritualität, von allen therapeutischen Ansätzen. Überall ist ein Quäntchen Wahrheit drin. Aber das ganze Bild, die ganze Wahrheit über dich, die musst du in dir tragen, in dir wissen. Und dann kannst du es auch aussprechen. Und dann das, was du aussprichst für dich, ist deine Wahrheit und wird sich zeigen. Und dies, alles, was dich daran hindert, muss weg. Ist weg. Also, wenn du sonst noch Fragen hast, es war jetzt nur ein kurzer Abriss, einfach um dir klarzumachen, denk in die richtige Richtung. Such nicht da draußen, sondern werde diese Person ganz sicher und bewusst und stabil und überlege dir ganz genau, wie dieses Divine Design Konstrukt von dir hier gelebt wird. Und das ist der Weg. Das ist der Weg. Deswegen bist du hier. Du bist nicht hier, um zu leiden. Du bist hier, um zu kapieren. Und manchmal kapieren wir halt leider nur, wenn es weh tut. Aber es muss nicht so sein. Und ich wäre froh, dass manche das jetzt hören und verstehen, bevor sie so verdammt nochmal leiden wie ich und viele andere, denen ich aus diesem Leiden herausgeholfen habe. Es muss nicht sein. Wir können jetzt anfangen, bevor wir in das Leiden eintauchen, weil wir glauben, das gehört dazu. Leiden gehört nicht zum Leben. Da bin ich absolut nicht der Meinung, obwohl ich eine richtig Tonne voll Leiden auch hatte. Klar, aber sie hat nie zu mir gehört. Das Leiden hat nie zu mir gehört. Ich dachte halt, deswegen habe ich das Leiden rumgetragen. So, oh, 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 ich bin das große Leiden. Oh, 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 ich bin das große Abgelehnt. Oh, 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 ich bin das große Allein. Nein, 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 stimmt alles nicht. Sogar der Hund sagt, dass es nicht stimmt. Also ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert. Es geht um Self. Wir haben ein Divine Design Self und wir dürfen das auspacken und leben und damit erleben. That's it. Deswegen bist du hier. Ciao.